Das Gebiet absuchen, das Gebiet weiter absuchen, das Gebiet weiter absuchen. Hammer und Meißel. Schriftrolle des Hiebs. Zauber. Peritoto, das war's. Hat Engrim und Gerudo, der Rothändige, keine Heilung für Oswald? Achso. Entschuldigung. Sechs Tage. Bei Gerudo sieht man es leider nicht. Hat Engrim 9 Tage und ich glaube bei dir 1 Tag. Ich muss dringend gucken, dass ich medizinische Vorräte kaufe. Können wir euch irgendwie helfen? Okay, zurückgehen. Nö. Wetten wir, wenn ich jetzt versuche, Paligina das zu überlassen? Hatte ich nicht gequicksaved da draußen? Nein, habe ich nicht. Mäh. Ja, ich nichts sagen, aber langsam wird's lächerlich. Nichts vom Wert, Schriftrollen, Pelz, nichts, Schriftrolle, fertig. Was ist eigentlich mit Egnostikig? Das sieht eher aus, als ob man das absuchen könnte. Hä? Ja, das Gebiet absuchen. Ein Grab ragt vor dir aus der Erde empor. Seine scheinende Außerfläche ist fein bearbeitet und mit Reliefs von Tangaloa und Ingati dekoriert. Wahrscheinlich beherbergt es die sterblichen Überreste von einer für einen lokalen Wada-Stamm sehr wichtige Person. Absuchen. Ja, nichts vom Wert. Weiter absuchen. Natropie-Schutzstein. Nichts. Ein Kampfstab, ein stinknormaler. Ring der geringen Abwärts. Naja. Hühnerwald. So, jetzt bitte einen Quicksave mal machen. Ich will den nämlich nicht töten. Nach dem Bogenschützen rufen. Fehlschlag wegen Tiefblick. Einen Begleiter bitten. Paligina steht da und zeigt auf den nächstgelegenen Bogenschützen. Ihre goldenen Augen blitzen, als sich 5 vertraute Flammenbälle um ihre ausgestreckte Hand herumbilden. Hör auf und lebe oder bleib hartnäckig und sterbe. Fehlschlag. Ja, wie viel denn? Okay. Die nächste gute Frage. Haben wir etwas, womit wir unseren Tiefblick erhöhen könnten? Ja, das da. Die Frage ist nur, wie benutze ich das, wenn ich keinen Zugriff auf die Schnellleiste habe. So sicher nicht.
Gut, versuchen wir es noch einmal und dann bringen wir sie halt um, wenn sie nicht wollen. Oder wir lügen einfach und sagen, wir sind Missionare. Angreifer ausfindig machen. Ja. Du hast Heimlichkeit 6, du hast 7. 1, 4, 5. Nach dem Bogenschützen rufen. Wie ist mein Einschüchtern eigentlich? Nicht gut. Ihre Diplomatie ist so lala, seine Diplomatie ist bei 5, seine bei 1. Die Einschüchtern ist auch bei 1. Ja, nehmen wir mal die Missionare. Seraphin kichert leise wegen Betrügerei. Überfall versuchen, Maya. Während du deinen Weg durch die Bäume suchst, bemerkst du ein Trio Gestande, die sich in die Bäume laden, begleitet von böse aussehenden Tieren. Bisher scheinen sie dich nicht entdeckt zu haben. Die Gegend umschleichen. Okay. Weiter, weiter, weiter. Angreifer ausfindig machen. Nach Bogenschützen rufen. Seraphin. Der Bauernander grinst raus, mitten auf dem Pfad. Die Arme hält er zur Seite. Ihr habt die bescheuerten Waldfüße noch jedenfalls von Gastfreundschaft und für Heiler gehört? Wir sind Mediziner von Ikatakas Königin. Ne, der Bluff hat nicht funktioniert. Wir werden nie wieder, ja. Überfall versuchen. Angreifen. Du schleichst dich weiter nach vorne und ziehst deine Waffe. Ja. Ich sehe 3 Leute und 4 Tiere. Careful. Look. See that, Ishii? Schalte erstmal die Gefährten aus hier. Das sollte ihn ein bisschen geschwächt haben erstmal. So, da du dich zurückverwandelt hast, solltest du jetzt auch leichter sterben. Oh, jetzt hat der sich verwandelt. So. Sträflingskugel, einhändig, Streitpflege. Auch gut.
Obsidiansplitter, außergewöhnliche Jagdausrüstung. Ja, schade drum, dass sie nicht verhandeln wollten, aber... Klappt halt nicht immer. Vor allem fand ich es ein bisschen blöd, dass Maya, die eigentlich einen viel höheren Diplomatiewert haben sollte. Da Diplomatie 11 ist mit Einschüchtern versucht. Das ist entweder sehr mies, eine sehr miese Idee, oder sie haben sich viel zu sehr die Charakter-Progression reingesteigert. Ach, na super. In die Höhle warten, tiefer hineinschwimmen, ja. In den helleren. Und raus da. So, jetzt können wir den Krummsporn-Kerker. Ja, und jetzt... Ein Ogre-Halsabschneider. Jetzt können wir auch ruhig die Leute hier beklauen. Aber über die Konsequenzen mache ich mir jetzt da keine Gedanken mehr. In welchem Teil bin ich gerade? In dem Teil hier, okay. Hier scheinen auch wieder natürlichere Höhlen zu sein. Ist scheinbar im Verbindungsgang. You there, stranger. Help us. We are not fit to be here. Du da, Fremder, hilf uns. Wir sind nicht dafür geschaffen, hier zu sein. Eine mit Schmutz und Abländer der Kriegsbauern bedeckte Frau steckt den Arm zwischen die Gitterstäbe der schmutzigen Zelle und winkt. Obwohl sie waffenlos und eingesperrt ist und Lumpen trägt, die nicht einmal eines Bildlers würdig sind, wirkt sie mit ihrer muskulösen Gestalt und ihrer aggressiven Haltung beeindruckend. Ganz offensichtlich ist sie eine Kriegerin. Come closer. That's it. Just a step more, little bird. Komm näher, ja genau. Noch einen Schritt näher, mein kleines Vögelchen. Quill? Quill, sie wirft der Gefangenen einen scharfen Blick zu, dabei sträubt sich ihre Federn. I was hardly speaking to you, God's chosen. Mit dir habe ich wohl kaum gesprochen, außer Wehte der Götter. Ja, das Gitter herantreten, nichts tun. Vor den Gitterschienen zurücktreten, nichts tun. Zehnflächen springt die Kriegerin nach vorne, ihre Schulter knallt laut gegen die Streben, auf jeden Fall. Hart genug für einen blauen Fleck. Ihre Hand greift nach deiner Gurgel. Ihre Nägel graben sich in deine Haut, aber sie ist zu klein, um sich an dir festzuhalten. Highly above. Damn it. Wait. Bei Hyena, du verdammt wartet. Ich höre. Unter süßen Gezeiten sei Dank, ihre Schultern entspannen sich vor Erleichterung. Forgive me, stranger, but you must help us. If you could, I mean. Vergib mir, Fremder, du musst uns helfen, wenn du kannst, meine ich. Ihre Hände klammern sich so fest an die Gitterstäbe, dass die Muskeln in den Armen hervortreten. Sie neigt den Kopf und betrachtet dich eingehend mit einer Mischung aus Argwohn und Hoffnung. Who are you? A buyer, maybe? But down here? I haven't seen you before, so you don't work for the slavers. Wer bist du? Vielleicht ein Käufer, aber hier unten? Ich habe dich vorher noch nie gesehen. Für die Sklavenhändler arbeitest du also nicht. Du wurdest nicht etwa im Todesfeuer geboren, oder? Nee, nehmen wir einfach das Erste. Dein Häuptling hat mich geschickt.
Die Augen fängen sich interessiert. You've made it this far and haven't been skewered by an ogre yet. Perhaps you can free us.